So, hallo. Heute machen wir Mini-Kränze, die im Schluss circa so aussehen. Das geht super schnell. Das Video ist quasi schon fast wieder vorbei. Ich zeige euch, wie es geht. Zack, boom, fertig der Adventskranz. Alles, was ihr braucht, ist Draht. Irgendwas, wie ihr den Draht abzwickt. Wie bei mir zum Beispiel jetzt einfach was aus dem Garten. Und natürlich Sachen, die wir dann an den Kranz dranbinden können. Jetzt muss ich nur den Anfang finden. Oder das Ende. Ha! Mein Draht ist etwas dünn, darum doppel ich ihn jetzt. Also ich lege ihn übereinander und jetzt habe ich das Stück hier und kann daraus einen Kreis machen. Dafür nehme ich die zwei Enden und verdrehe die so ein bisschen, damit sich da am Draht auch niemand verletzen kann. Genau, und da, wo eben das Ende vom Draht ist, mache ich auch die Tannenzweige drüber. Dann sieht man das auch nicht mehr, wo es verdreht wurde. Jetzt nehme ich noch ein Stück vom Draht. Das Stück hier werde ich jetzt an meinem Ring befestigen. Auch wieder an der Stelle, wo sowieso schon der Draht raushängt. Und jetzt kann ich nämlich die Sachen dranlegen und immer schön den Draht drum wickeln. Das nächste Stück lege ich jetzt so hin, dass der Draht wieder verdeckt ist, dass wir am Schluss nicht bei jedem einzelnen Stück den Draht sehen. Was ein Trick, hä? Und ich finde übrigens, dass diese Kränze nicht nur wunderbar jetzt zur Adventszeit, die noch gar nicht ist, aber bald kommt, funktionieren, sondern eigentlich das ganze Jahr über. Also wenn man dann einfach immer schaut, was es gerade für Pflanzen draußen gibt, die man vielleicht schön trocknen kann und die dabei ihre Farbe nicht verlieren, finde ich, funktioniert das eigentlich das ganze Jahr über als Deko. Fertig. Jetzt kann man das letzte Stück Draht abschneiden. Das kann ich dann für den nächsten Kranz zum Drumbinden nutzen. Das Ende wickle ich drum und versuche es wieder so dran zu drücken, damit es niemanden sticht. Fertig ist mein nicht ganz perfekter, aber mit viel Liebe gemachter Mini-Adventskranz. Genau, ihr könnt ihn irgendwo hinlegen, ihr könnt ihn aufhängen an die Tür, an die Wand oder vielleicht verschenkt ihr ihn einfach. Gerade jetzt, wo man vielleicht auch nicht so viele Leute in der Adventszeit sehen kann, wie man es gerne möchte, ist das vielleicht ein kleiner, schöner Gruß. Oder ihr hängt sie euch einfach ins Gesicht. Bis bald. Wie öko ist das denn? Und wie immer am Schluss, ich freue mich über eure Likes, Kommentare, über euer Abo und bis zum nächsten Mal.